Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, ich bin hier wieder in meinem Heimatstall, in meinem neuen Heimatstall in Silverglade. Und heute werden wir die Frage klären, was kaufen wir für unseren Rockstar? Rockstar ist nicht besonders happy, wie wir sehen. Liegt daran, weil die Stallhilfe jetzt seit ein paar Tagen ausgelaufen ist. Ich habe jetzt noch den Samstag abgewartet und so, damit ich jetzt ein bisschen Kohle wieder habe, damit wir schön einkaufen gehen können. Und deswegen werden wir jetzt mal ins Shopping Center fahren. Wird wieder eine Shopping-Folge. Ihr wisst ja, Shopping-Folgen sind irgendwie tatsächlich meine liebsten Folgen. Kann ich überhaupt nichts für. Ich gehe einfach total gerne shoppen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Okay. Weg gepeilt. Und dann kann es losgehen. Ja, die Kauffrage für Rockstar gestaltet sich doch ein wenig schwieriger, als ich erhofft habe. Denn ihr wart da sehr geteilter Meinung. Viele von euch haben gesagt, ach komm, das Rote, das steht ihnen total gut. Dann gab es wieder andere, die haben gesagt, ach das Blaue, das ist cool, das Goldene ist cool. Also eigentlich fandet ihr alles ganz nett, ganz hübsch eigentlich. Und ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Was nehme ich? Heute hier am Sonntag. Bei euch ist die Folge morgen, kommt morgen am Montag. Am Sonntag, so ein Verkehr hier. Das ist ja was hier. Gut, deswegen werde ich glauben, ich werde vielleicht das Goldene nehmen. Werde nochmal gucken, weil das Goldene hat mir dann doch irgendwie ganz gut gefallen. Und deswegen tendiere ich da so ein bisschen zu den Goldenen, oder zu den Gelben besser gesagt. Und wir gucken mal, wie viel wir ausgeben. Und wenn es nicht ganz arg so viel ist, muss ich mal gucken, wenn ich überhaupt jetzt den Weg, ja, einfach geradeaus. Und wenn es nicht allzu viel ist, wenn noch ein bisschen was übrig ist, weil ich brauche noch ein bisschen was übrig für die Stallhilfe, die muss ich neu einstellen, zumindest für ein paar Tage. Und ich würde Mandy gerne noch eine neue Frisur geben. Ich habe, wo habe ich denn, wo war das? Ich habe eine neue Frisur entdeckt. Das letzte Mal, wo ich Aufnahmen gemacht habe für das kleine Musikvideo, da hatte ich eine neue Frisur entdeckt. Ich glaube, das war das in Jarlaheim. Es kann sein, dass es in Jarlaheim beim Friseur war. Die Frisur, die mir super mega gut gefallen hat. Und die würde ich gerne nehmen wollen, auch eventuell mit einer neuen Farbe. Farbe muss ich dann gucken, da werde ich dann die Farbe nehmen, die so ein bisschen zu Rockstar passt. Also weiß ich da noch nicht hundertprozentig, was ich nehme. Das werden wir dann alles irgendwie rausfinden. Und ich würde auch gerne neue Kleidung kaufen. Ach, ich würde eigentlich alles ganz gerne neu kaufen. Aber dafür reicht die Kohle, glaube ich, nicht so unbedingt. Aber jetzt wenden wir uns erst einmal Rockstar zu. Und ich habe Post bekommen, habe ich gesehen. Werde ich in der nächsten Folge machen. Oh Gott, Shopping Center scheint ja heute mega voll zu sein. So, stopp. Ich glaube, der Bus, der kommt doch schon, oder? Habe ich heute mal Glück? Ah, tatsächlich. Ich habe heute ausnahmsweise mal Glück, dass der Bus rechtzeitig kommt, wenn ich da bin. Das sieht ja auch cool aus hier mit dem Rot. Okay, drin. Mein Zugticket. Busticket. So. Da haben wir ja heute mal echt mega Glück, dass der Bus so pünktlich ist, beziehungsweise dass wir so pünktlich sind. Ist ja auch selten. Normalerweise müssen wir immer mega lange auf den Bus warten. Heute mal nicht. Heute ist ein guter Tag. Und die ganzen Mädels, die da mitgekommen sind, finde ich ja auch witzig. So, wo ist denn das Geschäft jetzt? War das oben? Hier waren die Sättel. Ja, wir gucken mal hier. Wir folgen Katja. Hey Katja, wir gehen zusammen shoppen. Was hältst du davon? Ich bräuchte mal eine Shoppingpartnerin. So, jetzt schauen wir mal. War das schon hier? Oben war ja auch noch ein Geschäft. Aber ich glaube, das war was anderes genau. Wir machen erst einmal Zaumzeug. Und nehmen da alphabetisch nach Level sortiert. Stimmt, hier ist es auch so grün umrandet. Das fällt gar nicht so richtig auf im ersten Moment, finde ich. So, das Gelbe hatte ich jetzt... Achso, man kann nur so. Das Gelbe hatte ich zur Auswahl mit so einem 7. Dann, was war da noch? Das hier fand ich, glaube ich, auch ganz cool. Hat ja auch ein bisschen Schwarz. Obwohl Schwarz vielleicht nicht unbedingt, ne? Lila. Lila ist schon wieder zu weibisch. Rockstar ist ja nun kein Mädel. Zumindest soll es kein Mädel sein. Das war auch ganz cool. Fand ich auch sehr schön. So, aber wo war denn dieses Goldene? War das das hier? Ich muss mal, ich glaube, das war das. Ich muss mal eine andere Sicht hier nehmen. So, das sieht ja schon viel besser aus. Finde ich, hat irgendwas.
hat so einen gewissen Pep, so das Weiße und dann das Gelbe kommt danach durch. Das fand ich auch sehr schön. Aber ich finde das Gelbe dann doch irgendwie schöner. Ach verdammt, das kann ich ja noch gar nicht kaufen. Das ist ab Level 8. Aber welches hatte ich denn gesehen, das man kaufen kann? Irgendeins war doch da, das mir auch so gut gefallen hatte. Das war aber nicht das erste Gelbe. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welches das... Das sieht auch schön aus. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Hier! Das war das, genau! Das so richtig knallig ist. Ich glaube, das nehme ich auch. Ich meine, das kostet ja nur 19 Starcoins. Das ist durchaus zu verkraften. Und da können wir ja ab und zu mal ein bisschen wechseln. Wenn wir nochmal eine Woche warten, können wir nochmal ein anderes kaufen. Aber ich werde, glaube ich, erstmal versuchen, alles ein bisschen gelb zu halten. Weil... Na gut, es ist kein Frühling draußen. Aber ich wünsche mir den Frühling. Ich möchte, dass Sommer ist. Deswegen machen wir mal das Gelbe. Und ihr habt ja auch ein paar Stimmen für Gelb gehabt. Bezahlen. Ach, kann ich das schon? Das kann ich ja sogar mit Schillingen bezahlen. Ja, dann mache ich das doch mal. Na logisch, dann sparen wir das hier noch und können noch mal gucken nach einer Satteldecke vielleicht. Gucken wir mal die Gelbe. Wird ja sogar passen. Mal gucken. Ja. Oder Sättel. Was kosten denn die Sättel in Gelb? Ach, Gelb ist sogar eingestellt. Kostet 57? 25? Hier, das reicht eigentlich so einer für 25. Was ist das? Der ist Level 12, ja. Ich glaube, dann nehmen wir einfach so einen einfachen für 25. Seiten 1. Geschichtlich. Ah, Agilität kommt da noch dazu. Oder gebe ich das Geld dafür aus? Ich meine, wir können auch für Mandy was Schönes shoppen. Verdammt, ich bin schon wieder ein Shopping-Feeling. Das gibt's ja gar nicht. Nein, ich nehme den ganz einfachen gelben, würde ich sagen. Kostet nur 25, kann man verkraften. Und dann können wir das alles noch so ein bisschen einrichten. Und es ist halt ein ganz normaler Sattel, nur in gelb. Das finde ich ganz okay. Okay, das haben wir zusammen. Die Satteldecke. Da müsste der eigentlich erstmal den hier anhaben, weil... Gelb und Gelb ist vielleicht nicht ganz so optimal. Da müsste eventuell eine andere Farbe her. Es ist jetzt die Frage. Achso, ich kann das nicht wegmachen. Welche Farbe passt noch zu Gelb? Schwarz würde halt noch passen. Level 4. Das und Gelb. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie von den Satteldecken nicht ganz so begeistert. Gibt es ein hübsches Weißes vielleicht? Weiß mit gelbem Rand oder so? Level 10. Sortieren wir auch nochmal nach Level neu. Ist es jetzt nach Level sortiert? Nee, nicht ganz. Na los. Sortiert. Jetzt ist es nach Level sortiert. Nee, ist es auch nicht. Höchster Preis. Gibt es nur eine Satteldecke in Schwarz? Nur die hier. Okay. So, was passt denn noch zu Gelb? Grün würde vielleicht noch passen. Nee, Grün, das beißt sich ein bisschen, ne? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen wir die Satteldecke erstmal komplett weg. Obwohl, so ein schönes Orange. Die sieht auch nicht schlecht aus. Ich kann zwar nur die hier kaufen. Level 5. Hat auch durchaus was. Oh, Satteldecken ist bei mir echt immer richtig schwer. Weil ich Satteldecken... Die sieht man nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Satteldecken. Begeistert bin ich auch nicht. Vielleicht lassen wir die Satteldecke doch erstmal. Ich finde die ja ganz schön, aber die ist Level 10 und passt... Naja, doch, das könnte zu Gelb passen. Ist dann ein bisschen knallig, aber naja. Oder einfach so eine. Gibt es die mit gelben Streifen? Nee, gibt es natürlich nicht. Hier. Gelb-Gelb ist zu viel, finde ich. Ich finde, das ist zu viel. Das ist dann doch nicht so ganz das, was ich möchte. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Es wird schon wieder eine Shopping-Folge. Das sind jetzt 3 Shopping-Folgen hintereinander. Aber ich kann da einfach nicht anders. Ich muss das einrichten und erst dann kann es für mich so richtig schön entspannt weitergehen. Ich weiß ja nicht, wie bei euch das so ist, wenn ihr ein neues Pferd kauft, dass ihr das auch gerne ein bisschen einrichten. Nein, einrichten hört sich an wie eine Wohnung einrichten. Aber so ein bisschen fertig machen wollt, dass ihr da richtig schön mit denen rumreiten könnt und so. Die würde passen. Oh, die ist aber teuer. Nee, die ist mir für den Preis zu teuer. Dann würde ich sagen, reicht das beides erst einmal. Dann kaufen wir noch ein gelbes Schleifchen in einen anderen Laden. Und dann schauen wir mal, was wir übrig... Halt, Mandy, wo läufst du denn hin? Voll die Tür verpeilt hier. Gelbes Schleifchen, genau. Und
Wo war denn das gelbe Schleifchen? Ich glaube, das war oben. Ich gehe ja so selten hier einkaufen. Okay, außer die letzte Folge. Oder vorletzte Folge, besser gesagt. Trotzdem gehe ich ja eigentlich so selten einkaufen. Da kann man ja schon mal vergessen, wo die ganzen Geschäfte sind. So, was bist du denn für eins? Du bist... Ja, du bist das richtige Geschäft. Alles klar. Hier oben ist sowieso nur ein Geschäft. Okay, ein gelbes Schleifchen. Auch wenn es ein Kerl ist. Auch Kerle können Schleifen tragen. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Moment. Gelb? Da finde ich wahrscheinlich auch das gelbe Schleifchen besser als die gelbe Blume. Moment, einmal... Genau, hier die Sicht. Blume ist denn vielleicht doch für ein... Hengst nicht ganz so optimal. 19. Nee, ich glaube, die passt schon ganz gut zum Halfter. 110. Oh mein Gott, wieso ist denn das so teuer? 19. 19 ist viel schöner. Jetzt muss ich mal überlegen. Ist mir das wirklich 110 wert? Für die Deko? Oder nehme ich da nur so eine... So eine zum Beispiel, nur für 19? Weil die ist ja auch gelb. Ich nehme nur die mit den Sternen. Tut mir leid. Das ist mir echt... Das ist mir zu teuer. 110. Also wenn ich jetzt wieder ordentlich was gespart hätte, dann würde ich sagen, ja. Die können wir dann nochmal kaufen, auf jeden Fall. Oder vielleicht switchen wir dann ja sowieso nochmal um. Schade ist, dass der das hier nicht tragen kann. Oder zumindest ein paar Schleifchen hier um die Härchen machen kann. Aber ist nicht so schlimm. Dafür gucken wir jetzt nochmal schnell für Mandy, ob wir da irgendwas Gelbes finden, was zu ihr passt. Und Haare. Oh mein Gott. Heute ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt am Shoppen, dass ich dann immer oh mein Gott sage, weil ich da so aufgeregt bin, was ich mir kaufe. Oh je, oh je, oh je. Na, mal schauen, was dabei rauskommt und wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Die Kappe gefällt mir auch gar nicht. Ich bin schon fast immer dazu geneigt, meine Kappe einfach zu verstecken. Oh, Heather ist auch da. Und wer bist du? Konnte ich jetzt nicht lesen. Marina oder so. Okay, schauen wir mal. Gelb. Wir brauchen Gelb. Wir wollen eins mit unserem Pferd sein. Oder was weiß es? Weiß würde natürlich auch passen. Nach Level. Das war hier wieder... Hier ist irgendwie so ein Bug drin, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das kann man nicht so richtig schön sortieren und nach Farbe sortieren. Das hatte ich ja das letzte Mal schon. Ich weiß gar nicht, warum das so ist hier. Aber na gut, hier ist was Gelbes. Ich hätte lieber ein gelbes Kleid. Warte, kann man hier nicht irgendwo... Kleider? Top. Ach verdammt, das ist bei den Tops mit dabei. Na gut. Konnte man hier... Ah, hier, gelb. Da lassen wir gleich... Perfekt. Wenn man die Farbe drückt, dann ist es auf einmal wieder alles da. Na, das ist ja schön. Da bin ich ja jetzt überrascht. Jetzt mache ich nochmal, ob das auch richtig sortiert ist. So. Das ist auch süß, aber viel zu kurz. Wenn das so ein richtig schönes kleines Kleidchen wäre, das so ein bisschen so bis hier so gehen würde, dann würde ich das sofort nehmen. Aber so gefällt mir das nicht ganz so gut. Ein Herbstkleid ab Level 9 leider erst. Aber ich glaube ja fast, mit gelben Kleidung, mit gelber Kleidung wird das hier nicht so wirklich was, weil so richtig gefallen tun mir die ganzen Sachen auch nicht, muss ich leider sagen. Das finde ich, na gut, das finde ich ganz niedlich eigentlich. Moment, können wir nochmal ein bisschen drehen. Das ist schon ganz süß so, ne? Aber wir haben ja auch keinen Sommer. Ja, man kann ja auch leider keine Jacke drüber anziehen. Das ist eigentlich schade. Oder eine gelbe Hose, wie wäre es da denn mit? Können wir uns... Oh, wir können uns einen gelben Rock kaufen. Cool! Oder machen wir sie doch sommerlich? Warte mal, ein gelber Rock vielleicht? Und ein weißes Oberteil? Würde das zusammenpassen? Sieht echt viel zu sommerlich aus. Aber wir frieren ja hier nicht, Gott sei Dank. Oder wie gesagt, was ist ein weißes Kleid? Es sieht viel zu matrosig aus. Ich bin nun auch nicht so der Matrosen-Fan. War das schon alles mit den Level? Das ist ja schade. Ja, hier geht es ab Level 8 weiter. Aber mit Level 8 können wir dann später ja nochmal als shoppen gehen. Also ich werde mein Geld auf jeden Fall komplett fürs Shoppen ausgeben. Das ist auch schön. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ja sagen. Nehmen wir einen gelben Rock? Vielleicht? Oder einen weißen Rock? Nee, weiß sieht schon wieder so schulmädchenhaft aus. Wie gesagt, obwohl...
Warte mal, wenn wir nochmal gelb Oberteile. Wenn wir so eins nehmen und dann den weißen Rock dazu. Es ist schade, dass man nicht alles zusammen anprobieren kann, weil ich finde das Oberteil, das gelbe hier, doch eigentlich schon ganz hübsch. Eigentlich hat das was. Was hat denn das so? Nix. Das ist natürlich schade, dass es nix hat. Oh, ich kann da ja nicht nur aufs Aussehen schauen, ne? Ich muss ja auch mal ein bisschen hier Seiten plus 1 und sowas nehmen. Das ist ja doch eigentlich ganz schade. Das finde ich nämlich auch ganz schick, das T-Shirt hier. Man könnte das nehmen. Aber die Jacke finde ich so... Naja, so hässlich ist sie gar nicht. Es geht eigentlich einigermaßen. Oder einfach so ein gelbes Shirt. Ja, einfach so ein gelbes Shirt vielleicht. Das passt dazu. Und dann ein weißer Rock oder eine weiße Hose. Mal gucken, was wir bei den weißen Hosen haben. Wow. Gut, die Hose sieht dann so aus wie unser Pferd. Würde auf jeden Fall passen. Ein klein wenig komisch, aber naja. Jeans. Oh, so mega knallig weiß würde natürlich auch gehen. Aber ich finde den Rock irgendwie ganz cool. Hat was, hat was. Okay, ich brauche ein bisschen. Ihr merkt das schon. Also, mal gucken. Ich habe ja schon 18 Minuten fast um. Es wird auf jeden Fall eine Überlängenfolge. Richtet euch ein, dass es eine Überlängenfolge wird. Eine Shopping-Überlängenfolge. Für alle, die Shopping-Überlängenfolgen mögen. Für alle, die keine Shopping-Folgen mögen. Wartet auf die nächste Folge. Ach Mensch, ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte unbedingt ein neues Outfit haben. Aber hier, das hat überhaupt nichts mit Seiten. Und ich muss ja das alles ein bisschen aufpeppen, zumindest. Gelber Rock hat auch nichts. Aber die gelbe Hose hat was. Ich denke, ich werde vielleicht eine weiße Hose nehmen. Eine weiße Hose. Das ist echt schwer. Echt schwer. Ich finde das schön, aber es ist so schade, dass es hier nichts plus hat. Es ist schon fast zu schade, dass es nichts plus hat. Ich könnte das nehmen, aber das finde ich nicht ganz so toll. Gucken wir nochmal nach der Kappe. Vielleicht eine gelbe Kappe. Wie wäre es damit? 92, oh mein Gott. Ist auch viel zu viel. Aber so ein gelber Cowboy-Hut ist schon wieder ganz cool eigentlich. Dann müssen wir nur irgendwas finden, was dazu passt. Wo ich wieder bei weiß wäre. Weiß, das Kleid passt leider überhaupt gar nicht dazu. Machen wir mal alle Farben. Ja, bei allen Farben ist es wieder hier blöd mit den Sortieren. Wo ist denn das Teil hier? Oh Gott, das ist echt nicht schön hier mit den runterscrollen. Das ist die gelbe Jacke. Die gefällt mir aber leider nicht so. Das ist auch ganz süß, aber nicht süß genug. Ja, übrigens, wenn ich richtig shoppen gehe, also jetzt so in echt, dann geht es bei mir genauso, das dauert genauso lange. Das wäre auch schön, wenn es wieder länger wäre, aber das ist alles wieder viel zu kurz. Viel zu kurz. Blaues Tanztop. Klingt ja auch schön. Gucken wir, jetzt scrollt das sehr schön. Gucken wir einfach mal, vielleicht gibt es ja noch irgendein Komplettteil, das mir ganz gut gefällt. Wie so ein Kleid oder so, vielleicht dann doch in einer anderen Farbe. Passt dann, oh, die ist auch schön. Die ist schön. Oh. Nein, das kaufen wir nicht. Ich will etwas haben, das schön aussieht. Das mir ganz besonders gefällt. Ist das hier länger? Nee, es ist auch so was Kurzes. Das war's dann aber auch schon. Letztes Mal hatte ich aber schönere Sachen. Das ist auch süß. Süß ist das. Ja. Weiße Hose, gelbes Top. Wie sieht's aus? Oder weiße Hose und einfach doch diese Jacke hier. Weil es ist ja nicht so, dass sie so hässlich ist oder so. Ich wünsche mir halt nur eigentlich was anderes. Aber das würde zumindest zu Rockstar passen. Und ist noch nicht ganz so kalt. Obwohl, wie gesagt, ich hätte lieber gerne einen Mantel oder sowas. Oder einfach so ein gelber Pulli. Der Pulli ist vielleicht noch schöner als die Jacke. Oder ich warte einfach noch ein bisschen bis Level 8. Dann kann ich mir... Das Kleid gefällt mir aber nicht so wirklich. Ach komm schon, es muss doch... Das finde ich ganz schön. Aber das ist erst ab Level 13. Das dauert leider viel zu lange.
Oder ich mache es doch einfach so. Das und eine weiße Hose vielleicht. Obwohl, das wird doch zu kalt. Das tut ja schon eigentlich weh beim Zuschauen. Nochmal Kamera wechseln. Ja, ich kann mich echt richtig schwer entscheiden. Ich denke, es ist schon ganz cool, wenn sie so einen Top hat und dann was Weißes dazu. 77. Damit können wir uns dann auch noch die Stallhilfe leisten und eine Frisur. Glaube ich zumindest. Gibt es noch was Günstigeres? Gucken wir mal nach niedrigster Preis. Auch erst ab Level 10. Das ist natürlich schade. Na gut, ich denke, ich werde das schon so machen, dass ich das nehmen würde. Dann wird es eben ein sommerliches Outfit, was soll's. Ich meine, wir sind für den Sommer fast schon gemacht. So, wir könnten natürlich noch einen gelben Rock dazu nehmen, aber ich möchte da schon gerne was Weißes haben. Entweder die weiße Hose dazu oder der weiße Rock. Ach, der geht gar nicht. Ach, da gehen nur die beiden Hosen. Das ist ja blöd, das habe ich gar nicht gesehen. Dann müssen wir eine von den beiden Hosen nehmen, weil ich möchte auf jeden Fall was Helles haben. Und ich denke, die hier ist schon ganz okay eigentlich. Ist zumindest was Helles. Passt dazu. Nehmen wir. So, haben wir noch irgendwas Hübsches, Käppiges? Passt natürlich denn überhaupt nicht dazu, weil wir jetzt so ein sommerliches Outfit haben. Hier, so ein geiler Cowboy-Hut passt aber leider auch nicht vom Level her. So ein Teil. Sieht aber komisch aus. Muss ich mal gucken. Obwohl, das sieht witzig aus. Aber nicht witzig genug. Ah, mit einer Blume. Das habe ich noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und in Gelb gibt es den Hut, den ich eigentlich echt ganz cool finde. Beide Hüte finde ich eigentlich sogar ganz cool. Aber so richtig dazu passt das ja nicht, ne? Ich gucke noch mal ganz kurz nach Schuhen. Gibt es denn hier? Die passen natürlich auch super. Aber in Weiß gibt es nicht so wirklich viel Auswahl. Und in Gelb auch nicht. Und in Schwarz? Ah, die würden dazu passen. So eine coolen Cowboy-Stiefel. Moment, warte mal kurz. Ich muss sie mal kurz anziehen. Wir ziehen Mandy mal an. So. Okay. Mega sommerlich, aber es passt schon. Also ich finde es ganz okay. Die Schuhe passen nicht dazu. Wie gesagt, die Schuhe finde ich jetzt nicht ganz so passend. Und die Haare werden dann natürlich auch noch geändert. Sie braucht dann auch mal lange Haare. Das passt auf jeden Fall besser dazu, wenn man so einen Top hat. Obwohl, es ist natürlich alles Geschmackssache. Schuhe bitte. Wo sind jetzt die Cowboy-Stiefel? Achso, ist wieder nicht nach Level sortiert hier. So. Hey, was sind das denn für seltsame Schuhe? Die sehen ja irgendwie witzig aus, aber auch irgendwie seltsam. Von vorne sehen die so komisch aus. Schon ein bisschen komisch. Cowboy-Stiefel. Nee, Cowboy-Stiefel passen da gar nicht mal so zu. Aber die hier würden dazu passen. Die sind sogar ganz schick. Die kenne ich gar nicht. Wo habe ich die denn her? Wieso habe ich die das letzte Mal nicht gekauft? Obwohl die eigentlich auch nur ein bisschen dazu passen würden. Obwohl, warte mal. Grün. Hier gibt es leider auch nicht so schöne. Was haben wir denn hier noch? So leicht grau. Das passt dazu. Das passt sogar sehr gut dazu. Und hat, ist sogar günstiger als... Oder? Ist das günstiger als die anderen? Das war 63. Ne, ist der gleiche Preis. Okay. Gibt es auch noch was in Pink? Nichts Besonderes. Lila. Ist auch nicht so schön. Blaue. Hey, die sehen auch schön aus. Ich glaube aber, ich nehme die grauen. Die gefallen mir eigentlich echt ganz gut. Nehmen wir. Nehmen wir mit. So.
59. Mal gucken, ob wir uns noch eine Frisur dafür leisten können. Kann man eigentlich auch Sachen wieder verkaufen? Man konnte doch Sachen verkaufen. Wie macht man das denn? Macht man das auch im Shop? Ich habe noch nie irgendwie was verkauft oder so. Mal kurz gucken. Ach nee, ich hab's angezogen. Ah, man kann das gleich anziehen. Cool. Ach so, ach so. Weil irgendwie konnte man die Sachen ja wieder verkaufen. Ah, hier. Warte mal. Zieh ich mal kurz das an und zieh das hier noch. Nee, doch, tatsächlich. Ach, dafür kriegt man aber nur so einen Schilling hier wieder. Das ist ja blöd. 870, nein. Und die meisten kann man auch gar nicht so kaufen. Das ist ja... Das ist nicht so schön gemacht. So, jetzt muss ich mich nochmal umziehen. Das hätte ich ja eigentlich gleich machen können. So. Weg damit, weg damit. Schuhe einmal anziehen. So, jetzt passt natürlich der Rest nicht dazu, aber die Handschuhe passen dazu, die ich schon habe. Ist natürlich cool. Ja, ich habe auch noch so ein Kleid gehabt von was... Oh, das Kleid finde ich aber auch schön. Kleid ist ja cool. Das habe ich noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Scheiße, da hätten wir ja das Top gar nicht kaufen brauchen. Jetzt ist die Frage, wofür kauft man wieder das Top? Außer so. Ich meine, kann man da nicht wieder Starcoins bekommen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch überhaupt nichts verkauft. Ich könnte auch noch meine ganzen alten Sachen eigentlich verkaufen. Hm. Na, mal gucken. Also, nee, das Top, das will ich auf jeden Fall behalten. Wo ist denn jetzt... Der steht doch bestimmt wieder da hinten irgendwo. Da ist er ja. Unser Rocky. So, jetzt müssen wir mal ein ganzes Stückchen laufen. Weil jetzt müssen wir nach Jarlaheim. Oh mein Gott, das wird eine mega Überlängenfolge. Also bitte entschuldigt, wenn das so eine große Überlängenfolge wird. Aber das möchte ich gerne in dieser Folge alles fertig kriegen. Deswegen müssen wir da heute wohl oder übel durch. Oh, wenn das hier alles so verschneit, dann sehe ich immer den Weg nicht so richtig. Also die Abkürzung, die man nehmen könnte. Das sieht dann immer alles so gleich aus hier. Okay, auf nach Jarlaheim. Das ist natürlich ein ganz schönes, langes Stückchen. Aber was soll man machen? Muss man durch, muss man durch. Ja, man merkt auch... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Haus des alten Jaspers? Ich bin jetzt irgendwie total falsch gelaufen, kann das sein? Naja, und so ganz falsch nicht. Das sah eben voll anders aus als sonst. Ist das normal? Ach, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur, weil ich noch nie oft von der Seite hier durchgeritten bin. Oh... Ein Stein, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Naja, dann machen wir so eine schöne kleine Seitentour hier auch noch mit dabei. Das ist doch auch mal schön. Kann man viel sehen. Das ist das Wichtigste. Los geht's. Guck mal, die sind auch alle im T-Shirt. Aber ich finde das Kleid echt cool. Finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Oh, jetzt ärgere ich mich tatsächlich, dass ich das Top gekauft habe. Nur weil ich was Gelbes unbedingt haben wollte. Und das Kleid, das habe ich gar nicht gesehen. Das hatte ich, glaube ich, vom letzten Weihnachtswunsch noch. Oder so. Und das habe ich mir noch überhaupt gar nicht angeguckt. Und habe ich auch gar nicht mal dran gedacht, dass ich das überhaupt noch besitze. Naja, egal. Was soll's. Kann man nichts machen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich genug Geld noch für einen Friseur habe. Wo wir jetzt so mega shoppen waren. Oh, upsa. Und schon so viel Geld ausgegeben haben. Das hart verdiente Geld. Ich mache immer die große Runde. Okay, auf wie geht's, auf wie geht's. Ja, wie war denn euer Winter bisher eigentlich so? Mein Weihnachten ist ja nun schon eine ganze Weile vorbei. Und danach hatte ich ja Urlaub
Und da habe ich meine Eltern besucht im Urlaub. Die wohnen ja ungefähr 600 Kilometer von mir mittlerweile entfernt. Und da war ich eine ganze Woche. Und da waren wir auch sehr viel shoppen sogar. Habe ich mir auch einige Kleider gekauft. Das war eigentlich ganz schön. Leider habe ich nicht so wirklich viel anderes dort gemacht, außer shoppen zu gehen, weil die Zeit einfach viel zu knapp war. Und ja, ich weiß nicht, die Zeit vergeht im Urlaub irgendwie wie im Flug. Jetzt ist ja eine Woche mein Urlaub schon wieder vorbei. Und ich vermisse Urlaub. Urlaub ist eigentlich total schön. Das nächste Mal Urlaub habe ich jetzt erst im März. Das ist wirklich echt mega, mega lange hin. Habe ich so das Gefühl. Okay, es ist nur 1,5 Monate eigentlich. Ungefähr. Wenn man jetzt berechnet, dass der März, dass der Januar theoretisch schon so gut wie vorbei ist. Theoretisch. Wenn man positiv denkt, dann ist er schon fast vorbei. Und dann sind es 1,5 Monate. Ich weiß nicht, ich glaube, Ferien, für die, die noch zur Schule gehen, der ist ja auch vorbei. Aber gibt es nicht noch Winterferien? Ich meine, es gab ja Weihnachtsferien und Winterferien. Ich bin in Feriensachen nicht mehr so ganz auf den Laufenden, weil ich ja nun schon ein ganzes Stück aus der Schule raus bin. Und ich sag euch, wenn man erstmal einmal aus der Schule raus ist, dann weiß man nach ein paar Monaten schon gar nicht mehr, wann die Ferien immer waren. Das vergisst man einfach. Und das Pferd, das ist eben hier voll lang geglitscht. Das sah auch witzig aus. Aber wir sind ja schon gleich da in Jalaheim. Dann war es vielleicht doch nicht ganz so lang. Ja, zu meinen Eltern bin ich mit dem Zug gefahren. Das war vielleicht eine mega, mega lange Fahrt, sag ich euch. Dann hatte der Zug auch noch Verspätung. Und konnte nicht weiter. Und wenn er erst einmal Verspätung hat, dann muss er nochmal warten. Ach ja, und was da auch noch war, das war eigentlich ganz interessant und auch irgendwie unheimlich. Da war eine Strafverfolgung in irgendeiner Stadt, wo ich durch musste. Irgendwo bei Hannover war das. Und da durfte der Zug dann nicht mehr lang fahren. Und deswegen mussten wir dann einen richtig großen Umweg fahren. Das war schon ein wenig komisch. Und ich weiß immer noch nicht, was da für eine Strafverfolgung war. Ich habe zwar schon gegoogelt und habe mal geschaut, was da war, aber man findet nichts. Man findet einfach überhaupt nichts. So, jetzt gucken wir mal. War das der Friseur? Ja, das war der Friseur. Das sieht nämlich echt cool aus. Ich wollte mir eigentlich diese grüne Haare machen, weil ich das echt schön finde. Moment, gibt es mal eine andere Kameraperspektive. Die finde ich nämlich echt mega cool. Aber da Rockstar jetzt so gelb ist. Hier, oder weiße Haare finde ich auch schön. Ist noch mal eine andere Sicht. Müssen wir nochmal die normale Sicht hier machen. Finde ich irgendwie auch total cool. Ich meine, mal ein bisschen umfärben, mal ein paar Extensions ran. Einfach mal weiß machen. Oder grün. Ich finde das Grün echt schön. Passt jetzt aber nicht so ganz zu Rocky Line. Ah, da reicht der Preis nicht. Oh, verdammt. Hätten wir nur nicht das Top gekauft. Grün geht natürlich. Oder das. Das geht auch. Dann habe ich das Weiß und habe immer noch mein schönes Pinkes dran. Und es ist mal eine komplett andere Frisur. Obwohl das auch ganz cool aussieht eigentlich, ne? Was gibt es denn da noch so für Farben? Hat durchaus auch was. Finde ich nicht schlecht. Das ist so eine ganz normale. Da kann ich mir auch nur zwei von leisten. Wow. Oh, wie cool ist das denn? So ein mega geiles Lila, weil ich ja sowieso so auf Lila stehe. Aber ich glaube, ich werde mich doch ein bisschen Rocky anpassen und werde wahrscheinlich die hier erstmal nehmen, weil wegen Weiß und ein bisschen von diesem Pink. Ja, komm, nehmen wir Star Coins. Finde ich cool. Alles klar. Wir sind komplett umgestylt. Ey, das sieht richtig cool aus. Gefällt mir. Außer die Mütze. Die Mütze mag ich gar nicht. Passt aber dennoch. Ach nee, ich weiß nicht. Ich bin aber sowieso kein Mützenfreund. Deswegen könnten wir einfach mal für uns zumindest. Zack, machen wir einfach mal die Mütze weg. Wenn dann irgendwie ein passender Hut kommt, dann kann man den ja auch nochmal nehmen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wo ist denn das Top jetzt? Hallo? Habe ich das Top jetzt drunter?
Oder was? Hä? Ich hab's doch nicht verkauft. Das Top ist weg. Ich hab das Top doch nicht verkauft. Ich hab doch abgebrochen. Das ist jetzt aber seltsam. Guck mal, das passt auch zu der Frisur. Wo ist denn das blöde Top? Also, wenn ihr wisst, wo das Top geblieben ist, habe ich das irgendwie doch verkauft oder weggeschmissen oder so? Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Moment, muss ich drauf sitzen? Nee, muss ich nicht. Okay. Das wundert mich jetzt echt, wo das Top geblieben ist. Habe ich jetzt das Richtige? Hat sich das jetzt doppelt gewechselt? Ja, hat sich doppelt gewechselt, das war ja klar. Okay, wir sind fertig gestylt. So. Sieht doch eigentlich... Also, es war doch eine gute Entscheidung, finde ich, dass ich die Fliege wollte ich schon sagen, die Schleife gekauft habe, weil die doch besser zum Sattel passt als das andere. Das sieht doch irgendwie richtig zauberhaft und mega aus. Finde ich richtig cool, muss ich ja sagen. So, was ich jetzt aber nochmal ganz, ganz fix machen werde, ist, ich werde mich schnell mal abholen lassen. Abholservice. Und werde jetzt nochmal, ich meine, wir sind jetzt sowieso schon 35 Minuten. Das ist schon echt eine richtig, richtig lange Folge. Und dann kann ich die Zeit auch noch einmal dafür nutzen, um die Stallhilfe nochmal einzustellen. Ich glaube, ein paar Tage oder ein, zwei Tage schaffen wir zumindest. Und wir brauchen die Stallhilfe. Geht leider nichts ohne die Stallhilfe. Guck mal, das, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Cooler wäre das natürlich noch, wenn die Haare unten gelb wären. Aber so sieht das eigentlich auch ganz schön aus. Hat was, hat was. So, Stallhilfe. Was kostest du denn? 7. Wie viel habe ich denn noch? Ich glaube, ich hatte nur noch 29, oder? Kann man hier mal... Nee, geht gar nicht. 5 kaufen? Habe ich überhaupt so viel? Ah, du hast nicht ausreichend. Okay, ich sollte vielleicht erstmal schauen. 29, das habe ich doch richtig gesehen. Stallhilfe. Dann sind wir auf jeden Fall wieder komplett blank. 28 sind 4 Tage. Das ist okay. Damit die Pferde wieder happy werden. Dafür gebe ich das natürlich gerne aus. Und ich bin mit meinem Aussehen jetzt auch total happy. Finde, das sieht irgendwie total allerliebst aus. Sieht irgendwie richtig, richtig zauberhaft aus, finde ich. Richtig so, so ein bisschen märchenhaft. Ich meine, ich bin da vielleicht so ein bisschen kitschig veranlagt, aber ich finde es echt schön. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wo ich jetzt so gucke, könnte man vielleicht doch die andere gelbe, teurere Schleife noch nehmen. Passt vielleicht doch besser dazu. Aber das kann man halten, wie man will, denke ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.